Hallo, liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Ja, weil es so gut in die Jahreszeit passt und weil uns ein echtes Pilzporträt von dieser Art noch fehlt, gibt's heute das Pilzporträt zur dickfüßigen Speisemorchel. Die dickfüßige Speisemorchel findet man vor allem in Auwäldern am Fuße von alten dicken Eschen. Ebenfalls finden lassen sich die dickfüßigen Speisemorcheln aber auch in Gärten, auf Streuobstwiesen, an Waldrändern oder auch in Parks. Bei uns in Oberbayern erscheinen die dickfüßigen Speisemorcheln relativ spät, und zwar meist im Zeitraum vom 15. April bis zum 31. Mai. Als Morchelanzeiger gelten auch bei der dickfüßigen Speisemorchel neben den Eschen die Schlüsselblume, der Bärlauch, die Pestwurz, die Schuppenwurz. Wie alle Speisemorcheln ist auch die dickfüßige Speisemorchel ein hervorragender und sehr beliebter Speisepilz. Das Besondere an der dickfüßigen Speisemorchel ist dabei aber, dass die nicht nur enorme Größen erreichen kann, sondern dass die auch aufgrund des dicken Stiels ja deutlich ergiebiger ist als viele andere Speisemorchelarten. Wichtig ist bei der Zubereitung dabei immer, dass alle Speisemorcheln gut durchgegart werden, da Morcheln wie fast alle Wildpilze rohgiftig sind. Ebenfalls beachtet werden sollte das Morchella-Syndrom. Einige Menschen vertragen Morcheln nämlich überhaupt nicht. Es kommt nach dem Verzehr zu Gleichgewichtsproblemen, Schwindel, Bewegungsstörungen und Trunkenheitsgefühl. Das Morchella-Syndrom kann sich da tatsächlich wie ein Alkoholrausch anfühlen. Sollte man nach dem Verzehr von Morcheln die beschriebenen Symptome bekommen, dann sollte man in Zukunft besser auf den Verzehr von Morcheln verzichten. Die dickfüßige Speisemorchel bildet bis zu 20 cm hohe und bis zu 8 cm breite, sehr stattliche Fruchtkörper aus. Einzelne Exemplare können aber noch größer werden. Das Kopfteil der dickfüßigen Speisemorcheln ist hellgelblich bis orangegelblich gefärbt und besitzt die typische wabenartige Morchelstruktur. Im Vergleich zu anderen Varianten der Speisemorchel ist das Kopfteil bei der dickfüßigen Speisemorchel eher rundlich als spitz. Die dickfüßigen Speisemorcheln erscheinen bei uns in Oberbayern außerdem meist etwas später als andere Varianten der Speisemorcheln. Eines der wichtigsten Merkmale der dickfüßigen Speisemorchel ist der Stiel. Der Stiel ist vergleichsweise dick und vor allem zur Stielbasis hin voll. Die meisten anderen Varianten der Speisemorchel besitzen einen mehr oder weniger komplett hohlen Stiel. Das Sporenpulver der dickfüßigen Speisemorcheln ist cremeweißlich gefärbt. Das Fleisch der dickfüßigen Speisemorcheln besitzt die typische wachsartige Morchelkonsistenz und ist weißgelblich gefärbt. Der Geruch fällt angenehm pilzig-würzig aus. Die Geschmacksprobe ist mild, sollte aufgrund der Giftigkeit im rohen Zustand aber vermieden werden. Verwechselt werden kann die dickfüßige Speisemorchel in erster Linie mit anderen Speisemorcheln. Bei den mehr oder weniger gelblich gefärbten Speisemorcheln handelt es sich nämlich um einen großen Artenkomplex mit vielen verschiedenen Varianten, die sich über ihre optischen Merkmale kaum bis gar nicht sicher voneinander trennen lassen. Es existieren hier viele fast gleich aussehende Varianten, die sich an die verschiedensten Umweltbedingungen angepasst haben. Einige Speisemorcheln erscheinen dabei nur in Kombination mit Eschen und bilden teilweise wie eben die dickfüßige Speisemorchel sehr stattliche Fruchtkörper aus. Andere Varianten sind deutlich zierlicher oder und können sogar auf Rindenmulch oder Holzabfällen oder bei Obstbäumen erscheinen. Eine wirklich sichere Bestimmung der jeweiligen Variante ist oft nur über Sequenzierung möglich, weshalb wir die gelblich gefärbten Speisemorcheln fast alle einfach nur unter Morchella esculenta zusammenfassen. Eine Ausnahme bildet hier eigentlich nur die hier erwähnte dickfüßige Speisemorchel, die man relativ leicht an der Größe und an dem Stiel erkennen kann.
Beim Sammeln von Speisemorcheln ist es auch immer wichtig, die verschiedenen Giftlorchelarten zu erwähnen. Hier zum Beispiel die Riesenlorchel. Eine weitere Art wäre die Frühjahrslorchel. Bei den verschiedenen giftigen Frühjahrslorchelarten ist das Charakteristikum, dass die eher hirnartig gewunden sind, dazu im Gegensatz die Speisemorcheln diese typische wabenartige Morchelstruktur besitzen. Anbei hier auch nochmal ein direkter Vergleich von der Riesenlorchel mit einer Speisemorchel. Ja, so viel zum Thema dickfüßige Speisemorcheln. Für uns eine der schönsten Varianten von den Speisemorcheln überhaupt. Alleine schon, weil die wirklich spektakulär groß werden können. Also wenn da die Bedingungen passen und man lässt die stehen, dann können die vor allem dann in Richtung zweite Maihälfte richtig, richtig groß werden. Und da sind immer spektakuläre Funde möglich. Das soll es von meiner Seite zur Art gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Bis dann.